Die Dame an meiner Seite kennen Sie sicher, die hätte zwei Kinder zu Hause, zwei sehr kleine. Meine frühere Büroleiterin und jetzige Chefin des Frauenreferates, die es ja auch schafft und immer als Vorbild nach relativ kurzer Karenzzeit wieder zurückzukommen und wieder einzusteigen. Da geht es natürlich, und damit bin ich schon eingestiegen ins Thema, da geht es natürlich auch immer um Vereinbarkeit. Da war also die Frau Magistra Carina Rinkhofer an meiner Seite, die Referatsleiterin für das Frauenreferat, herzlich begrüßen. Was wir beide heute tun wollen, ist ganz einfach Ihnen einen Ausblick auf die Frauenarbeit 2015 zu geben. Und die ist natürlich mannigfaltig, denn da gibt es schon gute Sprüche wie, wer stillsteht, der geht zurück. Wir können uns das alle nicht erlauben, schon gar nicht in der Frauenpolitik, die natürlich immer im Fokus steht, wie entwickelt sich die Wirtschaft, Arbeitsplätze, Beschäftigung, Einkommen, Vereinbarkeit sind die klassischen Themen und die sind natürlich ständig in einem Wandel der Zeit, wie gesagt, von der Wirtschaft bis auf vieles andere unterworfen und daher gerade in der Frauenarbeit muss man immer evaluieren und immer schauen, ob man auf der richtigen Fährte ist und was die Frauen wirklich brauchen. Wichtig ist mir im Jahr 2015 wie 2014 natürlich auch die Arbeit nicht nur für Frauen, sondern auch für Mädchen. Vieles, was man mit jungen Frauen und mit Mädchen bearbeiten und besprechen kann, erspart man ihnen sozusagen an Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen, wenn sie gut vorbereitet sind, beispielsweise auf die Berufswahl und vieles andere mehr. Daher ist Mädchenarbeit, hat den gleichen Fokus und den Schwerpunkt in der Frauenarbeit und im Referat, Frauenreferat. Wir haben, Sie gestatten mir aber trotzdem ganz kurz einen Rückblick auf 2014, wir haben im Jahr 2014 260.000 Euro für die Frauenarbeit einerseits und für den Europäischen Sozialfonds in den letzten Jahren 1,7 Millionen Euro ausgeben können. Die gute Nachricht am Beginn, es bleibt wirklich kein Geld in Brüssel liegen, weil wir wirklich sehr, sehr viele Frauen unterstützen können und wollen. Und daher, die bisherigen europäischen Sozialfondsmittel sind aufgebraucht und es gibt jetzt nur mehr die letzten Projekte und es wird dann abgerechnet und wir sind schon seit 2014 in der Vorbereitung neuer Projekte für 2015 und laufender Förderperiode. Wir haben nur mehr aufgrund von kleineren Restmitteln zurzeit im Europäischen Sozialfonds ein Gründerinnenprojekt im Südburgenland gerade am Auslaufen, ein Projekt Initiative Frau im Südburgenland, dann startklar für den Job im Nordburgenland und im Nordburgenland Mädchen Chancen geben. Das ist das Lehrlingsprojekt, wo wir auf langzeitarbeitslose junge Frauen zugehen und dort wirklich Wunder wirken. Und das darf ich jetzt wirklich so sagen. Was derzeit noch läuft, was mit 2014 viel zu tun hat, ist eine Evaluierung der Kinderbetreuung im Burgenland. Und was derzeit noch läuft und wir uns schon freuen, auch den zweiten Bericht am Tisch zu legen, nämlich den burgenländischen Frauenbericht. Warum gerade den Frauenbericht und warum gerade jetzt diese Evaluierungen am Beginn der nächsten Förderperiode durch den Europäischen Sozialfonds, möchte ich natürlich genau dort stehen, wo Frauen unsere Unterstützung brauchen. Daher arbeite ich jetzt an Grundlagenerhebungen, wo Frauen arbeitssuchend sind, wo sie arbeitslos sind, in welchen Regionen sie arbeitslos und arbeitssuchend sind. Und daher brauche ich einmal die Grundlagen, auf die ich dann aufbaue, die neue europäische Sozialfondsförderperiode. Und die gute Nachricht gleich am Beginn, nicht 1,7 Millionen, sondern 2,7 Millionen, werden wir 1 Million mehr haben, können wir für Beschäftigungsinitiativen und vor allem aber für Initiativen, wo wir Frauen wieder fit für den Job machen, ausgeben. Ich habe gerade schon gesagt, diese beiden Evaluierungen kriegen Sie am Tisch. Die werden dann auch Grundlage sein. Was uns aber ganz wichtig ist, auch die Nachbereitung des Jahres der Jugend 2014 und die Auswirkungen auf die Mädchen. Wir haben im Jahr 2014, wie auch im Jahr 2015, werde ich das genauso machen, in Kooperation mit Mona Nett, die haben ein eigenes Projekt für Mädchen. Das ist eben die Mona, die online ist, die aber auch unterwegs ist und vor Ort tatsächlich ist. Neben Girls Day, Bibi-Messe, Mona Mobil Tour,
ist und wurde das Thema Cybermobbing sehr stark thematisiert. Das ist ein Riesenproblem. Sicherheit ist immer ein Thema bei Mädchen, aber vor allem natürlich Internetsicherheit. Und ich werde diesen Schwerpunkt sicher auch heuer noch fortsetzen. Um bei 2014 noch kurz zu bleiben, einen Teil des Budgets des Landes, weil sehr viel mache ich ja mit EU-Geldern, kann ich natürlich und muss ich den Frauenberatungsstellen zur Verfügung stellen und dazu noch die kostenlose juristische Rechtsberatung. Ich kann also in jedem Bezirk, das einzige Bundesland Österreich, vorhalten eine Frauenberatungsstelle und in jedem Bezirk eine eigene Mitarbeiterin für juristische Rechtsberatung für in etwa 8 bis 10 Stunden monatlich. Und das ist wichtig und das ist doch aber ein relativ großer Brocken. Das Zweite, was ich 2014, aber auch 2015 machen tue, was ich gemacht habe, ist auch die Förderung natürlich der Mädchenberatungsstellen, beziehungsweise vor allem natürlich auch, und das ist mir wichtig, Frauenhaus und Sozialhaus. Das ist beides unabdingbar und Frauenbeschäftigung hängt oft mit wirtschaftlicher Situation zusammen. Und wir merken natürlich sofort im Frauenhaus, im Sozialhaus einen Anstieg, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wenn die Arbeitsplätze heiß und fedeter sind, vor allem auch viele Menschen arbeitslos werden, merkt man das sofort, weil es natürlich da auch einen Anstieg gibt. Für sehr gut bezahlt macht sich unsere kostenlose Hotline für Frauenfragen unter 05 904 200. Ergänzend nämlich gibt es auch einen E-Mail-Verkehr für Frauen, die Fragen haben, vor allem in Rechtsgeschäften, unter frauenberatung@taxumpartner.at. Ich habe mir Taxumpartner hereingeholt, zusätzlich zum Frauenreferat. Das Frauenreferat ist natürlich 2014 wie auch 2015 die Drehscheibe für Fraueneinrichtungen, für Frauenfragen. Und kein Thema ist sozusagen unpassend, im Gegenteil, man kann sich mit all diesen Anliegen an das Frauenreferat wenden und dort auch Auskünfte bekommen, aber vor allem ist es auch ein großes Frauennetzwerk, das wir dort vorfinden, weil die Damen sofort wissen, wo kann man Menschen, wo kann man Frauen, wo kann man Mädchen hinlenken und hinschicken sozusagen mit ihren eigenen Fragen. Im Jahr 2014 war neu ein Frauenmagazin. Das werde ich auch 2015 wieder einsetzen, weil ich das Gleiche wie Sie bemerken sicherlich, sehr oft ist die Information nicht bei den Frauen, bei den Menschen angekommen. Und es hilft nichts, das beste Fördersystem, die besten Möglichkeiten, Chancen, die man nützen sollte, kann man nicht, wenn man die Info nicht dazu hat. Und dieses Frauenmagazin IF, das wir natürlich auch evaluiert haben, kam viermal 2014, wird auch 2015 viermal erscheinen und ich bitte Sie hier wirklich auch in Ihren Nachrichten, Informationen darauf hinzuweisen, weil da wirklich alle Quellen dort sind, wo man sich hinwenden kann, weil es viel Information gibt, wenn man am neuesten Stand gebracht wird. Genauso wie wir intern natürlich einen Newsletter rausschicken, zahlt mindestens 6-mal im Jahr, oft, also im Halbjahr, Entschuldigung, öfters, aber ich möchte es mal nicht festmachen, oft alle 14 Tage gibt es einen Frauen-Newsletter, zu dem kann man sich auch anmelden, weil es darum geht, wenn was Aktuelles ist, wartet man nicht auf Quartal oder irgendwas, sondern schickt es aus. Was unglaublich gut war und was wir 2014 wirklich als Erfolg gefeiert haben und 2015 wird es wieder geben, den zweiten burgenländischen Frauenlauf. Ich habe begonnen 2013, es waren 300 Frauen, mir sind gefreut. 2014 waren bereits über 700 Teilnehmerinnen, ob im Nordic Walking oder im Laufbereich. Und es war wirklich ein Event in Frauenkirchen der Sonderklasse. Und daher 2015 wird es natürlich auch diesen Event wieder geben. Auch etwas Neues und wird 2015 fortgesetzt, ist der erste Frauen-Kunsthandwerksmarkt. Frauen sind irrsinnig kreativ und geschickt. Mit Ausnahme von mir. Kreativ ja, geschickt nein. Eigenbekenntnis, viele, viele Frauen, die sehr kreativ sind und die dementsprechend wirklich Unglaubliches schaffen können. 1500 Besucher waren bei diesem ersten Frauenkunsthandwerksmarkt. Das hat uns in gemeinsamer Vorbereitung natürlich bewegt, den
Frauenkunsthandwerk Nummer 2 2015 und diesmal im Süden zu machen. Wir haben im Jahr 2014 gefeiert. Ich denke auch, dass Frauen durch ihren Einsatz auch oft lernen müssen, das Lachen nicht zu verlieren und vor allem aber auch feiern zu können, wenn man, weil Feiern auch ein Grund für eine Wertschätzung ist gegenüber Frauen und was sie leisten. Wir haben nämlich voriges Jahr 10 Jahre Frauenhaus gefeiert und die Frauenberatungsstellen Oberpullendorf, Neusiedl und Oberwart haben 25 bzw. 20 Jahre gefeiert. Und was auch zu feiern war, war der Frauenpreis, der an die Frau Bettina Horvath gegangen ist. Aber alle Einreichungen waren unglaublich und es war sehr, sehr schwer, eine Dame herauszunehmen, die so, es viele Frauen gibt, die wirklich tolle Leistungen bringen. Aber die Frau Bettina Horvath hat das gewonnen. Ich möchte zusammenfassen für 2015. 2015 in aller Klarheit nicht jammern, sondern tun. Das Tun wird für die Frauen im Vordergrund stehen wie bisher. Wir haben wirklich ein sehr straffes, sehr dicht gedrängtes Programm, Jahresprogramm gemeinsam erarbeitet mit dem Frauenreferat. Nummer 1, klare Aussage, Frauenbeschäftigung steht weiter im Fokus. Nur wenn Frauen ein eigenes Einkommen haben, sind sie abgesichert, können damit auch ein Leben führen, wo sie wirklich mit ihrem Einkommen auskommen. Aber natürlich auch hier ganz klar, Frauenbeschäftigung wichtig, aber die Vereinbarkeit muss passen. Und da bin ich sehr froh, dass das so halbwegs hinhaut im Burgenland, aber dazu nehme ich noch Stellung. Frauenbeschäftigung hat zugenommen. Darf sie nur kurz in die Geschichte zurückführen und zwar gar nicht so lang her. Beispielsweise 2003 38.711 Frauen in Beschäftigung, 2012 45.581, 2013 46.000, 2014 haben wir die Durchschnittswerte noch nicht, aber sind über 46.000 und damit haben wir eine höchst wie noch nie zuvor dagewesene Frauenbeschäftigung. Wir holen Frauen, wenn sie arbeitssuchend sind, zu Hause ab, um ihnen Mut zu geben und zu sagen, sie schaffen, sie können, was sie können, was tun sie es auch. Wir begleiten über das Frauenreferat und den Europäischen Sozialfonds arbeitslose Frauen. Wir begleiten junge Menschen, die nicht einmal eine Lehrstelle kriegen. Und das ist wichtig und das macht auch dann Freude, wenn man einen Erfolg sieht. Einkommensschere, auch ein klares Bekenntnis. Ja, ich freue mich als Frauenlandesrätin, dass die Einkommensschere 2014 wieder kleiner geworden ist. 2013 war sie höher. Sie lag beispielsweise vor Jahren noch bei 28%, 2014 war es bei 22%. Österreichweit liegt sie bei 22,7%, also wir liegen unter dem Österreich-Durchschnitt. Zufrieden bin ich mit denen nicht. Es ist schade, dass Frauen im Burgenland durchschnittlich noch immer um 22% weniger verdienen. Das heißt, im Fokus muss auch stehen, 2015, die Schere muss sich weiter schließen. Ich habe vorher gesagt, freue mich über die Frauenbeschäftigung, sage aber ganz klar, die Frauen haben wieder vermehrt am Arbeitsmarkt zu kämpfen. Wir merken sofort, ich habe vorher schon gesagt, die Wirtschaftskrise. Wir müssen auch aufpassen, dass Frauen wirklich die Vereinbarkeit schaffen. Wir haben ein sehr tolles Kinderbetreuungsangebot in Burgenland, aber es braucht trotzdem neuen. Draufschauen und ausbauen. Bedarfsorientiert und flexibel ist die Botschaft der Kinder. Kinderbetreuung beginnt ja eigentlich mit einem Jahr und hört aber nicht auf mit 6. Und da müssen wir auch draufschauen. Der ein 6-jähriges, 7-jähriges Kind hat und beide Eltern gehen arbeiten, was sie ja auch zum Großteil müssen, überhaupt Alleinerzieherinnen, mit 6 Jahren braucht ein Kind jemand. Und da steht eine ganz klare Aussage zur Ganztagesbetreuung, zur Ganztagesschule. Das ist mir wichtig zu sagen und daher muss man an dem weiterarbeiten. Und ich möchte aber in der Kinderbetreuung ein ganz klar für 2015 ein Ziel sagen, bedarfsorientiert und flexibel. Wir haben vom Bund zusätzlich über die 15a-Vereinbarungen Geld. Die Tagesmütter werde ich noch mehr einsetzen wie bisher. Da bin ich gerade dabei, in dem Bereich zu arbeiten. Freue mich schon, wenn ich Ihnen das präsentieren kann. Aus Tagesmütter muss man noch mehr einsetzen, weil wenn ich um 6 Uhr in der Früh auf der Tankstelle sein muss, weil ich dort Shopverkäuferin bin, dann was tue ich ab 6 mit dem Kind? Und da kann kein Kindergarten, gemein machen das hervorragend, kann kein Kind aber im Kindergarten oder in der Krippe sein. Und wenn ich mal am Abend arbeite oder vor allem das Thema Wochenende,
vielleicht von sehr vielen Frauen, dann muss man sich da flexibel und bedarfsorientiert was überlegen. Natürlich, keine Frage, vorher gesagt, Arbeitsmarkt, Frauenbeschäftigung, gute Entwicklung, nur was mir überhaupt nicht gefällt ist, meine Damen und Herren, wir haben in Burgenland auch wieder unter dem Durchschnitt Gott sei Dank österreichweit, aber sage und schreibe 44% in Teilzeit der Frauen. Heißt 100 Frauen, 44 davon sind in Teilzeit. Und ich bin froh, wenn die Frauen sagen, ich möchte Teilzeit, weil ich schaffe sonst nicht. Und ich kann mit dem Geld auskommen. Nur ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten, daher wird das 2015 auch ein klares Augenmerk von mir bekommen, ein Drittel will es nicht und ist gezwungen, in Teilzeit zu arbeiten. Und auf den müssen wir besonders hinschauen, weil Teilzeit arbeiten heißt nicht gut verdienen, heißt natürlich, was Pensionsspender anbelangt, nur einen Teil zu haben, heißt, wenn man beispielsweise, wenn man geschieden wird, der Partnerschaft beendet ist oder Alleinerzieherin, kann man mit einem Teilzeitjob nicht durchkommen. Das geht sich einfach nicht aus. Daher wird es hier natürlich 2015 Initiativen geben und ich werde sensibilisieren und da wird es eine Kampagne geben zum Thema Teilzeit, weil ich glaube, dass es auch nicht allen Frauen bewusst ist, was das noch heißt. Was das heißt, dann an Folgewirkungen. Wenn ich ganz angemeldet bin, eigentlich nicht voll im Sozialsystem drinnen bin, nicht im Pensionssystem drinnen bin und so weiter. Also da wird es von mir eine Sensibilisierungskampagne geben, um einfach den Frauen nochmal die Augen zu öffnen und sagen, wenn du das freiwillig tust, dann sei dir bewusst, was das heißt. Und jene den Rücken zu stärken, die unfreiwillig Teilzeit sind und da auch eine klare Kampfansage in Richtung Handel, weil genau im Handel sind die meisten. Und das ist nicht in Ordnung, dass ich, bevor ich im Betrieb frage, wie viele Frauen sind im Betrieb Teilzeit, wer möchte aufstocken, dass ich da die nächste Teilzeitbeschäftigte wieder hereinhole. Es ist nicht in Ordnung, wenn Frauen im Handel arbeiten und eine Stunde vorher und eine Stunde nachher diese zwei Stunden nicht bezahlt bekommen. All diese Dinge kann ich ganz klar schwören, da werden wir drauf schauen, 2015, weil das nicht in Ordnung ist. Das heißt, das Vorhaben im Jahr, schon mal im Halbjahr 2015, diese mannigfaltig. Ich freue mich schon auf den Schwerpunkt Frauenbeschäftigung und Tour. Wir müssen bei den Frauen draußen sein, ich rede jeden Tag mit vielen Frauen, aber ich möchte mir im Jahr 2015 im Frauenmonat März, wo ich den ganzen Monat zum Frauenmonat erkläre, nicht nur den 8. März, wieder nur draußen sein, viele, viele Tage. Das bedeutet natürlich, dass man das ganze Büro und alles umorganisieren muss, weil wir Arbeit genug hätten. Aber ich möchte draußen sein, gemeinsam mit dem Frauenreferat. Wir werden dort einen Schwerpunkt on Tour setzen, Frauenreferat und Landesrätin on Tour, damit wir noch mehr viel mitkriegen. 6.3. werden wir vom Frauenreferat her den Tag des Internationalen Frauentages begehen, der ja am 8.3. stattfindet, aber das ist immer Sonntag 2015. Zweite Frauengesundheitsmesse. Was mir neben Beschäftigung, neben Teilzeitbekämpfung ein großes Anliegen ist, ist Work-Life-Balance. Wir haben das Thema, dass immer früher Frauen mehr arbeiten, ich freue mich darüber, sehe das auch als Muss. Da muss man den Frauen auch sagen, bitte pass auch auf dich. Du musst das auch durchhalten, du musst lange arbeiten gehen, du musst aufpassen auf dich und deine Gesundheit, weil wir Frauen natürlich uns selber ordentlich einteilen. Ich hoffe, bei Ihnen ist es anders, ich weiß es von mir, wir nehmen uns natürlich alle Dinge an und wir sind für alles zuständig, fühlen uns auch zuständig und gehen auch oft selber drauf. Das merkt man an vielen Anfragen. Also aufpassen und daher wird es die zweite Frauengesundheitsmesse am 6.3. geben, wo ich jetzt schon herzlich einlade. Da geht es wirklich vor allem um Prävention, Bewusstsein machen. Liebes Mädchen, liebe junge Frau, liebe Frau, egal welchen Alters, pass auf dich. Wir werden am 3.5. den Frauenkunsthandwerksmarkt zum zweiten Mal und das im Kastell Stegersbach abhalten und lassen mich zuletzt noch in der Vorbereitung des ersten Halbjahres die Mädchenarbeiten herausnehmen. Mir ist wichtig, dass sich Mädchen, egal für was sie sich entscheiden, in der Berufsorientierung entscheiden, was sie können, was sie wollen, was ihnen Freude macht. Natürlich ist aber auch ein Fakt, dass man in technischen Berufen viel, viel mehr verdient. Aber es ist nicht jeder für die Technik, wie jeder Mann nicht für die Technik ist, gibt es auch junge oder Frauen und Mädchen, die auch nicht alle nur in der Technik arbeiten wollen, ist schon klar. Ich möchte aber nur, dass Mädchen sich rechtzeitig bewusst werden, was wähle ich für einen Beruf,
und was verdiene ich dann und was verdiene ich, wenn ich 40 bin und was verdiene ich, wenn ich 30 bin und kriege überhaupt eine Lehrstelle oder ist gescheiter, ich gehe beispielsweise studieren oder mache eine Fachschule. Hier ist nichts ausgeschlossen, aber es wird der April im Fokus der Mädchenarbeit stehen, weil in diesem Monat der Girls Day stattfindet. Diesmal wird es auch ein Thema Sicherheit sein und wieder Sicherheit auf der Straße, Sicherheit am Abend. Jetzt sage ich nur ein Beispiel, beispielsweise, wir wissen ja, was los ist mit den Cocktailmischungen und sonstigen Dingen, also da muss man schon aufpassen. Es wird der Schwerpunkt sein Berufsorientierung, es wird Beschäftigungsprojekte geben, die wir da vorstellen. Mononet, Monomobil wird wieder auf Tour sein und ich freue mich, ich bin in wenigen Tagen, lade Sie schon ein, beispielsweise auf der TU, auf der Technischen Universität in Wien. Da gibt es SMS-Lounge, wo auch viele bulgarische Mädchen teilnehmen, wo ich dabei sein möchte, um einfach den Mädchen, die studieren, die sich für eine Matura vorbereiten, jetzt zu überlegen, wo gehen nachher hin, welche Universität, dass sie die Mädchen auch vermehrt natürlich auch auf die technischen Universitäten oder auf andere Universitäten wagen. Und daher bin ich immer am Arbeiten mit Jutta Zagler, die jeden Tag mit, Sie werden es nicht glauben, wir haben dort täglich durchschnittlich 3000 Userinnen, die ist wirklich mit den Mädchen on Tour sozusagen jeden Tag und die natürlich immer den Output und die Evaluierung aus, was brauchen Mädchen, uns tagtäglich liefert. Ich darf jetzt fürs zweite Halbjahr, ich verspreche Ihnen, wir werden das nur sehr kurz machen, weil wir viel vorhaben, fürs zweite Halbjahr eine Referatsleiterin übergeben, die nur die Schwerpunkte kurz vorstellen wird. Dankeschön, Frau Landesrätin. Ich werde mich sehr kurz halten, wie die Landesrätin schon gesagt hat. Wir werden nach dem Sommer, so hoffe ich jedenfalls, mit den ESF-Projekten für die Periode 2014 bis 2020 starten können. Die Themen, die wir ausgewählt haben, beziehungsweise die wir im Programm festgeschrieben haben, sind Armutsbekämpfung und Gleichstellung von Frauen und Männern. Bei der Armutsbekämpfung geht es natürlich auch ganz stark um Beschäftigung, das wird sicher auch unser Schwerpunkt sein. Ende September wird heuer zum dritten Mal der Frauenlauf stattfinden. Den genauen Termin haben wir noch nicht fixiert, aber das ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin, da werden wir uns dann rechtzeitig bei Ihnen melden. Im Oktober haben wir vom 6. bis 8. Oktober, das ist schon fix der Termin, die Bibi-Messe wieder, die Bildungs- und Berufsinformationsmesse für Mädchen und Burschen in Oberwart, im Mezzo. Da konnten wir letztes Jahr 2500 Schülerinnen und Schüler begrüßen und über 60 Ausstellerinnen. Ich denke, wir werden auch heuer in diesem Bereich sein. Selbstverständlich werden wir auch wieder den Rosa-Jochmann-Preis verleihen, das wird auch im Herbst stattfinden, Beginn des Winters. Und wieder, das werden wir diesmal auch Nord und Süd machen, wie Frau Landsrätin schon gesagt hat, das ist der Frauenkunsthandwerksmarkt. Es wird am 15., 14. und 15.11., diesmal zwei Tage lang, im Norden den Frauenkunsthandwerksmarkt unbeschreiblich weiblich geben, der ja, wie bereits erwähnt, ein großer Erfolg war und wir freuen uns schon auf dieses Jahr. Und zum Abschluss des Jahres, das ist auch fixiert wie jedes Jahr, gibt es vom 25.11. bis 10.12. die 16 Tage gegen Gewalt. Und da werden wir dieses Jahr eine Kampagne mit der Bierdeckeln fahren, die wir an alle Betriebe in Burgenland, an alle Gastronomiebetriebe verteilen werden, sodass wir Aufmerksamkeit erregen können für von Gewalt betroffene Frauen. Ja, ich darf dann wieder an die Frau Landesrätin zurückgeben. Ja, ich möchte gerne mit einem Dank an die Frau Magister Ringhofer und unser Team dort vor Ort, vier Mitarbeiterinnen, Frauenreferat, mich bedanken. Nochmal Drehscheibe, tolles Netzwerk für viele Frauen in Burgenland. Wir haben eines vergessen, ich habe es gesucht, habe ich beinahe nicht auswendig gewusst. Ich darf dich bitten, dass du unsere Internetadresse und auch unsere Info-Burgenland-Adresse bekannt gibst. Also das ist einmal www.burgenland.at/frauen und einfach einmal www.info-burgenland.at. Info-Frauen, Entschuldigung. Sagst du das mal bitte? www.info-frauenburgenland.at. In der Presseunterlage ist das ganz sicher drinnen. Das ist uns wichtig, weil ich habe es vorher schon gesagt, Information ist so wichtig. Und ich bedauere das immer so, dass viele Menschen dann nicht an die Information kommt, ihnen weiterhilft. Und das ist schade darum. Und auf dieser Infostelle sozusagen, in dieser
vor zwei Jahren, haben wir es wirklich geschafft, ein Netzwerk hineinzustellen. Nicht nur die Arbeit und die Interessen, sondern auch, wir haben dort geschafft, mit der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer, dem AMS und so weiter, ÖGB, alles hineinzustellen, und damit ist man wirklich vernetzt, wenn man auf unsere Homepage bzw. auf die Internetplattform geht. Ich sage vorausgesetzt, wir haben jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut, dass natürlich inzwischen eine Wahl gibt. Ob das zweite Halbjahr so ausschaut wie prognostiziert, kann ich nicht sagen. Jetzt ist der Wähler und Wählerin an Bord, aber ich wollte nicht nur ein halbes Jahr präsentieren. Also viel vor, wir freuen uns schon auf die Evaluierungen, auf den Frauenbericht, wo wir Sie gerne wieder einladen. Mein Lehrfrauenbericht ist dann ausgerichtet darauf, dass wir wissen, wo liegen wir mit dem Thema, was brauchen Frauen tatsächlich. Halte nichts davon, nur auf Zurufe alleine zu agieren oder wer immer was glaubt oder das Frauenreferat, sondern wir arbeiten nach Daten, Faktenlagen. Wo wir merken, wo die Frauen uns brauchen, sind wir dort. Wir freuen uns.